Frau Bernd, seit wann begeistern Sie sich für das Thema Digital Health? Ich beschäftige mich seit mittlerweile über 11 Jahren mit dem Thema Digital Health und habe eines der ersten Unternehmen in diesem Bereich aufgebaut und glaube ich auch vor 10 Jahren die erste Digital Health Apps Konferenz mal in Berlin gemacht. Und damals war die Demeer noch ganz, ganz anders. Sehr viel weniger Frauen hier, sehr viel grauer, würde ich sagen, sehr viel IT-fokussierter. Und es ist fantastisch, wie wichtig das Thema wirklich für die medizinische Versorgung wird, wie viel Potenzial hier sich auch auftut, ja, wie breit das Spektrum wird der Themen, die wir hier besprechen, über die wir reden. Und die Entwicklung freut mich sehr. Was waren denn Ihre Highlights jetzt auf der Demeer? Meine Highlights auf der Demeer waren zu sehen, dass wir dieses Jahr gar nicht mehr so viel im Bereich Krankenhauszukunftsgesetz gesehen haben, sondern dass sich das Spektrum wieder öffnet. Sehr viel Praxissoftware, sehr viel Digital Health Apps. Und auch auf den Bühnen ein sehr breites Programm, also das Thema, welches Potenzial wir hier eigentlich gemeinsam heben für die Gesundheitswirtschaft, wird total klar auch in dem Programm der Demeer. Wenn wir uns jetzt in 5 Jahren wieder treffen, wo steht die Digitalisierung des Gesundheitswesens dann? Also ein bisschen eine Glaskugelfrage. Ja, wir haben es ja am Eröffnungstag gesehen. Wir haben die Digitalstrategie der Bundesregierung. Ich hoffe, dass wir da wirklich ins Doing kommen. Ich denke, dass wir vor einem großen Umbau im Gesundheitswesen stehen, denn wir stoßen hier an unsere Grenzen. Und ich glaube, dass sich das jetzt wirklich mit Nachdruck vollziehen wird. Also alles, was wir in den letzten 10 Jahren wiederholen, wird sich entwickeln, hoffentlich in den nächsten 5 Jahren.